Hallo, hier ist Jan und willkommen zu Let's Play Okami. Beim letzten Mal haben wir den Hundekrieger Tai bekommen, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Und haben ihn zwar nicht zurückgekriegt zu Fushihime, allerdings haben wir seine Kugel gemacht. Ob das ausreicht, werden wir in Zukunft sehen. Und außerdem gab es hinterher noch ein Gespräch mit Herr Bambus, was ich leider geschnitten habe, weil ich nicht wusste, dass es kommt, wo er uns noch eine Meerjungfrauenmünze gegeben hat, mit der wir uns jetzt durch die kleinen Seen immer porten können. Aber die verwenden wir jetzt auch noch nicht. Außerdem hat er noch ein bisschen über das Fest in Kamiki geredet, was bald kommt, aber das wird eben bald erst der Fall sein, jetzt noch nicht. Auf jeden Fall, was ich letztes Mal noch nicht gemacht habe, irgendwie habe ich das übersehen, habe ich erst gemerkt, als ich die Episoden gerendert habe, bin ich nicht zum guten Chef gegangen, weil der hat noch eine Kleinigkeit für uns. Schaut mal, so viele Schatztrone. Geil. Stahlseensacke. Das Ding ist, ich glaube, wenn wir mit ihm reden, sagt er, okay, ihr dürft alle haben, aber ich mache sie einfach vorher auf, weil ich bin geil drauf. Lasst mich doch. Stahlfaustsage, na, werde ich bald mal wieder einsetzen. Ich liebe das Zeug. Vase bringt Geld, wieso nicht? Dann nochmal Korallenfragment, okay. Und dann haben wir da drüben noch ein paar. Noch ein Schatz, Holzbär. Ja, Geld ist Geld, ne? Reiseglücksbringer benutze ich irgendwie sowieso nie. Dann noch ein heiliger Knochen, wundervoll. Dann haben wir noch das schöne Ding. Noch ein Schatz. Kann ich eigentlich da hinten in die Dinger rein? Ist da noch was? Okay, scheinbar nicht. Aber, oh. Oh, bewahre der Satomi Hungerkugel macht Folge immer deinem Herzen. Ist das zu glauben, Ami? Erst wälzt er seine Kugel auf uns ab und dann hat er die Nerven, so etwas zu sagen. Hey, die eine Schatztruhe wollte ich noch. Okay. Du hast bei der Suche nach schon gute Arbeit geleistet. Wir wollen dir auch danken. Als ich Paps alles über dich erzählt habe, war er sehr erstaunt. Stimmt doch, Paps? Oh oh. Der Boss ist sehr von dir beeindruckt. Wir wollen dir alles in diesem Körben als Belohnung geben. Ja, toll, dass ich die Körbe aber schon geleert habe, ne? Aber sonst passt das ja. Oh ja, und wir könnten uns doch hinterher bei den heißen Quellen entspannen. Ich denke mal, es ist vom... Oh, Entschuldigung. Mein Hund verpisst dich. Gut, dann mache ich ihn mit einem Schlitz das Ding auf. Ich denke mal, man sollte eigentlich erst hier hinkommen und dann halt erfahren von wegen, ach, hinten an den Quellen kann man sich ausruhen. Aber ich habe es jetzt andersrum gemacht, was ja jetzt auch scheißegal ist, oder? Aber gut, damit wären wir hier in der Sasa-Zuflucht fertig und gehen ins nächste Gebiet. Ich hatte erst überlegt, soll ich das alles offscreen machen oder mache ich es onscreen? Aber nö, wir machen es onscreen, weil wir ja inzwischen eine neue Fähigkeit bekommen haben. Und zwar können wir jetzt das Wasser beherrschen und genau das wird uns jetzt zugutekommen. Denn mit Hilfe dieser Technik können wir nochmal an die ein oder andere Schatztruhe, die auf dem Weg gelegen hat, die aber doch von Feuer umhüllt war. Wenn ihr noch wisst, welche ich meine, ja, werdet ihr gleich sehen, welche ich meine. Also ich glaube, wo lang müssen wir eigentlich? Da lang? Ne, da vorne geht's zur Brücke, ne? Ne. Gehen wir mal... Ja, da, ich sehe es da hinten, dieser kleine... Oh, was hältst du denn? Ganz ehrlich, du Scheißteil, ey. Guck mal, zwei Schläge, du bist tot. Und du da oben, du bist eh der Allergeilste. Du denkst, du bist Batman oder sowas, weil du rumfliegen kannst. Und wenn ich dich einmal schlage, fällst du sowieso zum Boden. Verpiss dich. Na also. Ach shit, habe ich den Reißzahn gerade nicht bekommen? Ja, egal. Ich habe eh eine ganze Menge Reißzähne, aber ich glaube, das reicht noch nicht mal. Ich weiß es jetzt aus dem Kopf auch nicht. Ist ja auch nicht so wichtig. Werde ich dann sehen. Naja, gehen wir weiter. Wieso nicht? Düb, düb, du, du. Ah, ah. Okay. Da vorne müsste dann rechts der Eingang sein. Und dort auf dem Zwischenweg war auf jeden Fall die ein oder andere Truhe, an die wir vorher nicht rangekommen sind. Das kann ich euch halt heute zeigen, dass das mit dieser Technik auch möglich ist. Aber wie gesagt, insgesamt ist diese Technik halt nicht so oft zu gebrauchen, aber... Naja, oft genug, sage ich mal. Es ist ungefähr wie die Restauration, vielleicht ein bisschen mehr. Weil die Restauration braucht man ja eben auch nur, wenn man irgendwie was ganz machen muss, wo man vorbei muss, ne? Deswegen, aber... Oh, Füchse? Ja, Tag und Nacht. So richtig gute Tag- und Nacht-Transitions, so wie in Dingsbums. Wie hieß das Spiel? Ich weiß es nicht mehr, was der Angry Video Game Nerd nicht mag, hä? Wobei, hier ist es nicht mal so schlimm. Hier kann ich wenigstens Plus drücken. Achso, war das Castlevania 2, ne? Ja. Also so schlimm ist es hier ja wohl bei Welten nicht, aber... Naja, egal. Füchse mag ich irgendwie auch nicht. In Real Life bei mir leben Füchse in der Nähe, ist nicht umsonst hier Fuchsbau und der ganze Scheiß, aber... Bin kein Fan. Nun denn. Gehen wir einfach mal zu der Schatztruhe, die in Feuer gehüllt ist. Ich wollte Wasser sagen, aber das wäre falsch. Da seht ihr eine Pfütze. Jetzt lenken wir einfach von der Pfütze das Wasser auf die Schatztruhe. Dann dashen wir einmal gegen und kriegen... Na, oh, cool, einen Kristall. Na, oh, wieso nicht? So, des Weiteren...
ist da vorne, glaube ich, noch eine Schatztruhe, ne? Jo. Aber da vorne, da ist kein Wasser. Ja. Das ist... Ist das so beabsichtigt von dem Spiel? Ich glaube, ich bin ein bisschen zu blöd hierfür. Muss ich wirklich von... Oh, nee. Wie muss ich denn das machen? Ich krieg das nicht alles auf einen Screen. Ich hätte noch eine Vermutung. Nee. Nee. Versuchen wir es mal. Da ist noch Wasser. Wasser. Aber jetzt sehe ich das Feuer. Ah, nee, das war nichts. Was ist das für eine Scheiße? Okay. Versuchen wir es nochmal. Wasser? Ja. Okay. Das macht jetzt nicht viel Sinn, aber mir ist Outer City bei diesem Aufnehmen hier abgeschmiert, was ihr natürlich nicht wisst, oder vielleicht doch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kommt mir jetzt der Gedanke, vielleicht hätte ich Wasser in einen von diesen Krügen ableiten können und dann von dem Krug in auf das Fass. Ich werde es offscreen wahrscheinlich mal versuchen, aber ihr seht schon, ich habe hier ein bisschen was versucht mit dem Ding, hat aber nicht ganz hingehauen. Naja, tun wir so, als wäre das trotzdem Live-Commentary, weil wir es können und ignorieren wir einfach mal diese Scheißtruhe, die sich nicht öffnen lassen wollte, weil sie gesagt hat, nee, sieh, schei, nee, nee. Und begeben uns endlich in den Agatha-Wald, weil dort die Story fortgeführt wird und wir dort einen weiteren Hund finden. Da oben, glaube ich, war ich schon, ne? Ja, doch, da oben war ich schon. Ignorieren wir das also. Wie viel Geld habe ich eigentlich? 17.000, gut. Aber ich glaube, ich brauche kein Geld, weil im Moment gibt es auch nicht so viele Tiere, weil wir ja in Gebiete gehen, wo wir überall schon waren. Was heißt, dass wir nicht so viel zum Füttern haben. Aber Pudding, 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 Pudding. Und hier gibt es... Noch ein Schatz, Glasperlen. Ey, dann kommt noch dazu, dass wir diese ganzen Schätze verkaufen können, die wir jetzt heute wie sonst was gesammelt haben. Also, ich denke mal, uns geht's erstmal gut. Ja. Geldprobleme wird es erstmal nicht geben. Zumindest keine zu großen. Ja. Nein, nein, nein. Nun denn, laden, laden, laden. So, jetzt suchen wir den guten Kokari. Und da ist nicht umsonst ein Feld im Agatha-Wald markiert, denn... Oh, was ist da vorne? Achso, das ist dieser Stein. Ja, den können wir immer noch nicht zerstören. Ich glaube, da müssten wir mal wieder zum Dojo gehen. Da müsste man diese Technik eventuell irgendwann lernen. Aber ich weiß nicht, ob er sie jetzt schon bereitstellt. Und wenn, ist sie wahrscheinlich auch ziemlich teuer. Ich glaube, ich werde mal auf dem Weg zum Kamiki-Dorf, wenn wir nämlich den übernächsten Hund dann holen... Dann werde ich dort mal nachschauen. Aber okay. Hey, Kokari, was geht? Ach, du bist wieder da. Hey, hast du meinen Hund Ume gesehen? Er ist immer dabei, wenn ich fische, aber als ich mal nicht hingeguckt habe, ist er verschwunden. Er wird doch wohl nicht in den tiefen Abgrund gefallen sein, oder? Das Wasser im tiefen Abgrund war schon immer irgendwie düster. Aber heute kann man ja kaum hineinsehen und die Oberfläche ist ganz unruhig. Meine Angler-Intuition sagt mir, dass der legendäre Fischerwacht ist. Die Leute nennen ihn Mondfisch! Man sagt, er hätte die Reflexion des Monds auf der Oberfläche des Wassers verschluckt. Der Mondfisch wird doch wohl nicht auch Ume verschluckt haben, oder? Nun, ich kann ihn alleine nicht finden. Vielleicht werde ich mal mit dieser Dame reden, die zur Hitoshio-Quelle gegangen ist. Diese Dame? Welche Dame meint er wohl? Tja, let's find out today! Denn ich denke mal, dafür haben wir noch Zeit. Wieso nicht? Und ich kann euch sagen, es ist eine alte Bekannte. Eine Person, die ich... Ja, ich mag sie. Sie ist ein cooler Charakter. Sollte ein bisschen öfter vorkommen. Aber sie kam am Anfang nur ein bisschen viel vor und dann nicht mehr so viel. Und nein, es ist nicht Sakuya. Sakuya können die Leute doch nicht sehen. Es ist nur die einzig wahre Kushi. Das Wasser hier sieht so lieblich und kühl aus. Jetzt ist es Zeit zu arbeiten. Hier ist das Fass. Sieh mal einen an, es ist Kushi. Was machst du hier, Süße? Oh, ach, ihr seid der Schneeflock und Isun. Ich bin hier, um Vorbereitung für das jährliche Fest zu treffen. Ich bin gekommen, um Wasser zu holen für den Sake, den wir den Göttern opfern wollen. Die Leute sagen, dass das Wasser hier in der Hitoshio-Quelle göttliche Kräfte hat. Wir mischen es immer mit dem heiligen Sake. So entsteht also der heilige Sake, ja? Den wir für das Fest benutzen. Ja, genau, falls ihr euch erinnert, das war derselbe Sake, der... Okay, sie sagte schon, der 8 Purifikationssake hat sie halt gespoilert, bevor ich es spoilern konnte. Das ist der Sake, mit dem man vor 100 Jahren den guten Orochi besiegt hat. Der ganze, ihr wisst schon, der
Nagi gemeinsam mit Amitara, Amitarasu sage ich schon, mit Shiranui. Die Sache ist nur, das Ding ist sowieso in der japanischen Mythologie eingraviert, schätze ich mal, diese ganze Sache mit dem Achtköpfigen und so. Ich weiß aber nicht, ob der Typ, der ihn erschlagen hat, wirklich Nagi hieß oder ob da wirklich ein Wolf dabei war. Das kann ich euch nicht sagen. Da kenne ich mich nicht so sehr aus, da müsste ich selber mal Nachforschung anstellen, aber das andere stimmt auf jeden Fall. So viel kann ich sagen. Ich weiß nicht, ob diese Legende wirklich wahr ist, aber ich habe es doch gerade gesagt. Obwohl, naja, ob sowas wahr ist, ist ziemlich relativ. Ob, naja, ihr wisst, was ich meine. Aber wir opfern den Göttern Sake beim Fest und beten für unsere Sicherheit. Aber da vorne, bevor wir weiter mit dir reden, ist noch was zum Ausbuddeln, wo wir... Scheiße. Ihr seht schon, wir können hier nicht buddeln, weil der Boden ist hart. Aber wie können wir das nur ausbuddeln, ja? Später, Leute. Später. Noch nicht heute. Das wird. Dafür brauchen wir eine neue Technik beim guten Dojo-Typen. Wie gesagt, da müssten wir mal wieder vorbeischauen. Übrigens, Schätzchen, ich habe mich mal gefragt, wie willst du dieses Fass nach Hause schleppen? Aber wie füllst du so ein großes Fass mit Wasser? Und selbst wenn du es schaffst, wie trägst du es zurück ins Dorf? Das ist eine gute Frage. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Normalerweise kümmert sich Susanoo darum. Er ist so stark. Für ihn ist das Fass so wie für mich eine Feder. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wie ich das schaffen soll. Naja, nichtsdestotrotz, denk darüber nach, wenn das Fass voll ist. Erstmal füllen wir es dir sogar auf. Ja, denn mit der neuen Technik können wir das Wasser nämlich auch ins Fass geleiten. Das ist doch wundervoll, oder? Nummer 2 und Haferbrei Nummer 3. Das reicht. So. Und wie schleppst du das jetzt nach Hause? Willst du das selber machen? Weil Susanoo ist ziemlich offensichtlich nicht da. Wie wunderbar, das Fass ist bereits voll mit der mit dem Quellwasser. Das Wasser genügt für den heiligen Sarg für das Fest. Excellent, jetzt müssen wir es nur noch zurück ins Dorf bringen. Das nach Hause tragen, aber das muss eine Tonne wiegen. Und was heißt hier wir? Und was soll die Gitarre? Ach, ihr schon wieder. Da habe ich mich erst gefragt, ob sie die überhaupt sehen kann, aber doch, anscheinend schon. Was ist das? Willst du auch etwas von dem Quellwasser? Ich glaube nicht, Kushi. Entschuldigung, ich werde das schnell aus dem Weg nehmen. Ja, oh. Heiliger. Waren wir das? Nee, oder? Sehr interessant. Ja, klopft er den Staub ab. Zurück, du Bestie. Ich spaziere hier so durch die Gegend. So spazierst du also, ha? Und sieh an, was ich hier finde. Oh, du bist es. Susanoo? Oh, nicht gerade wenig Gegner, Susanoo? Ah, du schaffst sie noch, ne? Na, noch ist er frohen Mutes, ey. Noch einen Schritt weiter und die Dame wird... Ja, okay. Okay, noch ein paar mehr. Der große Susanoo-Nachfahrer des Helden Nagi verbietet es. Für mich, fürchte dich nicht. Meine schönste Kushi, Susanoo ist hier, um dich zu retten. Ja, halt dein Schwert fest, mein Guter. Oh. Alter, da bist du aber ganz schön mutig, ey. Na, dann zeig sie mal. Explodier in den Plus. Oder Schwert der Leidenschaft. Los geht's. Zeig's ihn, Susanoo. Und Nummer 1. Wir sind mal so frei. Und Nummer 2, weil, wieso nicht? 3. Buja! Und du auch noch, du Batman-Bösewicht. Und den da noch mit seiner Gitarre. Du bist aber ganz schön verdutzt über deine Waffe, hä? Kannst es selber nicht glauben, dass du so stark bist. Susanoo, pass auf! Wusch! Und ich schneide einfach mal von links, obwohl du von rechts gekommen bist. Aber ich denke, das macht keinen Unterschied. Sorry, Leute, ich bin Rechtshänder. Irgendwie schiebe ich es leichter nach rechts, als dass ich es ziehe. Kommt mir einfach nur bei der Steuerung so vor. Aber ja. Du sagst, der ist ein... bisschen ängstlich aus, ein bisschen ist gut, aber dann hast du es ihm vor der Dame aber gezeigt. Ja, schluck ihn runter. Susanoo? Danke dir. Ich hätte nicht gedacht, dass ich solche wilden Monster hier treffen würde. Bist du verletzt? Susanoo? Ich wusste es die ganze Zeit. Seltsame Dinge passieren die ganze Zeit. Erst dieser Felsen Kamiki. Dann der Kampf mit dem Bären. Und jetzt das. Mein Schwert ist mit einer seltsamen Macht erfüllt. Hör mein Wort, oh Geist, der du in meinem Schwert wohnst. Ich lasse mich nicht kontrollieren wie eine Marionette. Bei den Göttern. Ich werde deine schändlichen Pläne durchkreuzen.
Ja, der ist anscheinend nicht so glücklich. Ich meine, ich verstehe nicht, was er hat. Und. Oh, Isun ist wieder da. Ekelerregend, Wolfsspucke. Der wunderbare Isun fühlt sich angegriffen. Warum musste ich. Wo ist Susanoo? Wo ist er denn schon wieder hingerannt? Ja, aber das verstehe ich nicht. Ich meine, Susanoo hat doch alles richtig gemacht. Aber warum für freut er sich denn nicht, wenn er auf einmal so stark ist? Aber okay. Er hat den Kampf doch gewonnen. Jetzt wäre es an der Zeit, das Herz der Dame zu erobern. Zumindest hätte er ihr helfen können, das Fass zu tragen. Oh ja. Oder er hätte das Fass für sie tragen können. Wobei, wie ist sie eigentlich hierher gekommen? Wir hatten nämlich ziemliche Probleme, in den Agatha-Wald zu kommen, oder? Wie ist sie da hochgekommen? Naja. Ich bin sicher, ich schaffe das auch alleine. Was war das? Das kann doch nicht Kokari gewesen sein, oder? Das hat sich nach diesem. Oh, es ist doch Kokari. Steckt er schon wieder in Schwierigkeiten? Wir sollten mal nachsehen gehen, Ami. Jo, aber da wir schon extrem Überlänge haben und der Hundesucher sich auf einmal auspackt, denke ich mal, werden wir das alles beim nächsten Mal machen in Let's Play Okami. Aber, Leute, schaut mal, da hinten ist noch eine Konohana. Was erwartet uns da oben, hä? Ja, machen wir beim nächsten Mal. Bis dahin, Leute. Bis dahin.